Wie du bestimmt weißt, hat sich die EU nach langen Verhandlungen auf ein europäisches Lieferkettengesetz geeinigt. Das Ergebnis? Unternehmen sind verpflichtet, verstärkt auf die Einhaltung von Menschenrechten zu achten. Eine positive Entwicklung. Allerdings müssen Finanzakteure nicht prüfen, ob ihre Kredite oder Investitionen Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden zur Folge haben. Und ihre Klimapflichten sind schwach. Dabei haben sie eine wichtige Hebelwirkung für nachhaltiges Wirtschaften. Deshalb werden wir uns damit nicht zufrieden geben. Bleibt auf dem Laufenden und kämpft für eine gerechtere Finanzwirtschaft.